Filmpremiere bei Regiomed. Emilia Schagerl und Ferdinand Schulz haben eine spannende Zeit hinter sich. Die beiden streiften sich im Sommer des vergangenen Jahres Arztkittel über. Die 13-jährige Emilia und der 11-jährige Ferdinand spielen Professor Dr. Regio Maxi und Dr. Dr. HC Regio Mini und sind somit die beiden Hauptakteure der neuen ITV-Serie Medizinwissen für Kinder. Weil es war nicht nur so, dass man geschauspielert hat, sondern man hat halt auch wirklich neue Sachen erfahren und gelernt und es waren auch zum Teil sehr, sehr interessante Sachen. Emilia und Ferdinand hat der Job als Schauspieler sichtlich Spaß gemacht. Beide standen zwar schon auf der Bühne, aber der Dreh vor der Kamera und noch dazu in einer echten Klinik, das war dann doch eine neue und spannende Erfahrung. Die größte Herausforderung war eine Szene, wo ich mir wehtun sollte. Also das gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Und die mussten wir sehr oft drehen, weil das halt, ich musste halt immer im Takt die Treppen hochlaufen und dann halt auch stolpern. Und es war halt schon sehr aufwendig, weil es muss halt alles gepasst haben, dass es auch echt aussieht und nicht halt so richtig geschauspielert. Mit kleinen Szenen starten die Filme. Ferdinand und Emilia spielen eine Situation. Ein Fachmann oder eine Fachfrau beantwortet dann die Fragen von Regio Maxi und Regio Mini. Das Filmprojekt ist in Kooperation mit den Regiomed-Kliniken entstanden. Die Zusammenarbeit kam daher zustande, dass wir gemerkt haben im Jahresablauf, wir haben ganz viele Aufklärungsthemen, die wir für die Bevölkerung aufarbeiten. Thema Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebsprävention. Aber es sind alles sehr große Themen, sehr schwierige Themen und dass da eigentlich gar nichts dabei ist, was jetzt so die Zielgruppe Kinder anspricht. Und wir wollten eben die Kinder auch an das Thema Gesundheit und Medizin heranführen. Medizinwissen für Kinder startet ab Dienstag, den 8. Januar 2019 täglich. Zunächst sind 6 Folgen geplant. Bei Gefallen streifen sich Emilia und Ferdinand noch einmal die Arztkittel über.